Ein paar Leute haben gefragt, wie unser aktuelles Telefon-Setup ist, da ich da mal einen Vortrag drüber halten soll. Jetzt sind wir rausgerannt, aber egal. Wie auch immer. Ich sag kurz ein paar Worte zu dem, wie halt im Moment bei uns Telefonie angebunden ist und ja, also wie das so funktioniert. Also nicht so viel, aber ja. Haben wir doch gerade gesagt. Gut, Telefonie, das ist das mit den Telefonhörern, was da überall rumsteht. Also die Telefone hier überall im Raum. Hängt halt alle an einem zentralen Dienst dran. Aufbau ist im Moment so, dass wir hier halt ISDN im Raum drin haben. Das war damals beim DSL-Anschluss dabei. Also wir hatten die Wahl gehabt, ob wir ISDN oder SIP haben wollen. Die Features wären praktisch die gleichen gewesen und SIP ist einfach hier von der, naja, sehr begrenzten Bandbreite doch stark abhängig. Und da haben wir gedacht, ja, lieber erstmal normales ISDN. Das kostet genauso wenig oder viel, beziehungsweise ist halt auch einfach dabei und hat halt nicht den Nachteil, dass die Telefonie ausgebremst wird, wenn hier Leute irgendwelche Dinge hoch, runterladen, was auch immer damit tun. Das geht halt prinzipiell immer, egal was noch passiert. Intern verwenden wir trotzdem SIP und dazwischen steht eine mächtige Software. Naja, halt ein kleiner Server. Was wir da haben, ist im Moment halt in der Mitte unser toller Super-Server, Mate. Die Telefone, die hier halt überall im Raum drin stehen, die Cisco-Telefone hängen alle per Netzwerk an dem Server dran und der Server hat dann wiederum eine Verbindung unten ins ISDN-Netz und aber auch ins normale Internet fürs Eventfunk EPVPN-Nummer dran hängen. Hardware-seitig ist der Aufbau so, dass halt bei uns ein ISDN-Anschluss reinkommt, wie bei jedem, der ISDN hat, da hängt ein NTBA dran. An dem NTBA hängt dann ein USB-ISDN-Adapter, der halt an Mate dranhängt und dann dort in die Telefonie-VM reingeht. Die Telefone sind halt über einen PoE-Switch angebunden, also werden übers Netzwerk mit Strom versorgt und stehen halt überall in den Räumen rum. Im Moment steht im Nebenraum 1 und hier drin 4. Sobald irgendwann der Workshop-Raum soweit ist, kommt da noch eins rein und in die Werkstatt eventuell auch noch eins. Das muss man mal gucken. Software basiert alles auf Linux. Wie soll es auch anders sein? Als SIP-Server ist Yaid im Einsatz. Entgegen dem relativ verbreiteten Asterisk, was mir persönlich nicht gefällt. Und FreeSwitch, was wir halt nicht genommen haben. Und LCR ist in dem Fall eine Software, die ISDN umsetzt auf SIP. Entstanden ist es ursprünglich vor vielen Jahren von CCC-nahen Personen, die halt, also ich vermute mal, dass es CCC-nahe Person ist, weil es auch immer auf dem Kongress und bei den Events jeweils beim Eventforum mitmacht. Linux Callrouter nennt die sich. War ursprünglich gedacht, eine rein ISDN-basierte Telefonanlage auf ISDN abzubilden. Also dass man halt auf Linux abzubinden, dass man halt in einem Linux-Server mehrere ISDN-Karten hat und das als vollwertige Telefonanlage verwenden kann. In den letzten Jahren ist es halt immer weiter gewachsen, es kam irgendwann halt Asterisk dazu und immer noch eine allgemeine SIP-Unterstützung. Das Setup wird auch genauso von den Eventphone-Leuten verwendet, also die verwenden als Haupt-SIP-Server auch den Yaid, verwenden auch den LCR für die externe und interne ISDN-Anbindung und hat sich dort jetzt in den letzten Jahren als sehr erfolgreich aufgestellt. Früher hatten sie Asterisk verwendet als SIP-Server, der halt auf den Events immer in der While-True-Schleife lief. Der Yaid wird halt am Anfang vom Kongress gestartet und am Ende vom Kongress wieder beendet. Die Stabilität ist dort sehr wichtig, hier natürlich auch. Wie soll es sonst mit der Weltherrschaft funktionieren, ohne Telefonie? Die Erweiterbarkeit von Yaid ist an einigen Stellen, sie ist prinzipiell gut, aber man findet halt noch nicht so viel wie für Asterisk. Die Doku ist halt auch nicht ganz so krass stark wie bei FreeSwitch, wo eine sehr, also bei FreeSwitch steht im Moment in Amerika eine sehr große Community dahinter, alle die von Asterisk genervt sind, wodurch es da sehr viele Features gibt. Eine ziemlich gute Doku, wie für Asterisk auch. Das ist halt bei Yaid leider noch nicht so, dafür ist er relativ schlank zu konfigurieren, man muss nicht in tausenden Dateien drin rumfummeln. Man hat auch nicht die strikte Trennung zwischen internen und externen Dialplänen wie bei Asterisk und FreeSwitch, womit man dann nochmal hier was drin rumfummeln muss und dann noch ein anderes Config-Format hat und da nochmal was ändern muss. Aber jetzt hat man drei Stellen eine Möglichkeit, wo man eine Nummer eintragen kann, wo das Routing erfolgen soll. Das ist bei Yaid ein bisschen besser abgebildet und für hier vollkommen ausreichend. Oder ist relativ ressourcenschonend, was auch noch dazu kam, weil es halt im Moment auf dem Mate in der virtuellen Maschine läuft. Und da wollen wir halt nicht eine Software haben, die durchgängig sehr viel CPU verbrät. Es ist im Moment sowieso schon ein relativ hoher Overhead, weil KVM, also unsere eingesetzte Virtualisierung, relativ schlecht mit USB-Weiterleitungen umgeht.
Also dadurch, dass halt das, der USB-ISDN-Adapter wird im Moment direkt in die virtuelle Maschine weitergeleitet und dort weiterverarbeitet. Das verbraucht relativ viel Ressourcen, wodurch wir das irgendwann wahrscheinlich noch auf ein anderes Gerät umziehen. Entweder auf ein Raspberry Pi oder auf unseren Router, wobei der Router wahrscheinlich besser dafür wäre. Der Raspberry Pi wäre nur so zum Spaß, damit es halt geht, aber nee. Ein Event von Leuten funktioniert es gut. Sascha hat auch das ein oder andere Mal geholfen, als ich von einem kleinen Problem mit dem Routing stand. Also jetzt auf den MRM-CDs hat man nachts noch kurz geändert, seitdem auch ausgehende Telefonie funktioniert. Also von daher auch danke an ihn, oder an ihn besser gesagt. Nummernplan ist im Moment so, Telefone haben intern zweistellige Nummern. Das fängt im Moment hier mit der 11 an, geht dann weiter in der E-Ecke mit der 12. Die 13 oben ist die 14, in Röhm ist die 15. Heißt im Routing, alles was zweistellig ist, bleibt hier drin. Die 10 klingeln überall. Könnte sein, dass das vielleicht irgendwann noch geändert wird. Das wird sich dann über die Mailingliste kommunizieren, dass man halt, wenn man das ein bisschen anders trennen will, aber im Moment gibt es ja keinen Grund, das anders zu machen. Wir haben eine Anbindung ans Eventphone-VPN, also das EP-VPN. Das ist so ein dauerhaft bestehendes virtuelles Telefonnetzwerk, also Eventphone Virtual Phone Network. Praktisch von denen auch genannt, das dauerhafte Event. Funktioniert halt per SIP, haben wir eine Anbindung dran. Es werden im EP-VPN ausschließlich vierstellige Nummern verwendet, deswegen die Regel, alles was vierstellig ist, geht ins EP-VPN rein. Genauso sechsstellige Nummern mit 09 beginnend gehen ins EP-VPN, weil sobald ein Event ist, ist das Eventnetz unter der Vorwahl 09 erreichbar. Also wenn jetzt der nächste Kongress ist und dort wird das Raumzeitlabor mit Telefon vertreten sein und wir haben dort, keine Ahnung, die Nummer 1337, sehe ich als unrealistisch an, aber könnte ja sein, und man dann hier den 091337 wählt, dann kommt man auf der Embassy auf ein Event raus. Das ist halt auch so eine fixe Vorwahl, die beim Eventphone definiert ist, von daher alle vierstellige Nummern gehen ins EPVPN und alle sechsstelligen Nummern beginnen mit 09 gehen ins EPVPN. Alles andere geht einfach über ISDN raus. Intern wird das mit Vorwahlen gelöst, die halt dann automatisch angehängt werden. Also 01999 geht ins EPVPN, kann man hier auch vorwählen, wenn man will, dass unbedingt über EPVPN rausgeht. Macht im Endeffekt keinen Unterschied, ob man das davor wählt oder nicht. Dem VPN ist es egal, dem SIP-Server ist es egal, aber damit kann man praktisch nochmal unterstreichen, dass man wirklich über das EPVPN rausgehen will. Das gleiche ist mit 01991, geht dann halt über ISDN raus. Wird auch in Firmen häufig gemacht bei Telefon-Setups, dass man halt intern Vorwahlen verwendet, genauso wie bei Telekommunikationsdienstleistern hat man es ja auch so, wenn man eine Vorwahl wählt, kommt man irgendwo anders raus. Von der Bundesnetzagentur ist halt ein Bereich extra dafür freigehalten, um halt interne Vorwahlen zu definieren, die nicht ins öffentliche Telefonnetz weitergeleitet werden. Also sobald was über ISDN rausgeht, wird die Nummer abgeschnitten. Weil, ja, wenn man zum Beispiel jetzt in Mannheim anrufen will, kann man die 0621 vorwählen, muss man aber nicht. Für den Fall, dass man in Mannheim eine 2- oder eine 4-stellige Nummer anrufen will, kann man in dem Fall die 01991 vorwählen oder die 0621 vorwählen. Das ist auch egal, das geht beides. Genauso ist halt die 09 des Eventnetz über das EPVPN halt festgebootet, wie es oben steht. Und 110, 112 und 991 sind fest definiert. Also 911 habe ich als Anrufweiterleitung, was die 112 definiert. Weil, naja, wer weiß, wer zum Telefon greift, wenn was ist. Kostet ja nichts. Ja, was demnächst kommen soll, mal Wiki-Eintrag mal wieder an vorderster Stelle. ich glaube, da habe ich schon was stehen, aber nur nicht so viel. Ich verlinke dann einfach die PDF. Ich habe letzte Woche mit Synthover WebSockets ein bisschen rumgespielt, da sage ich gleich noch was dazu. Internes Telefonbuch haben wir im Moment noch nicht. Man kann auf den Telefon auf eine Telefonbuch-Taste drücken und dann sagen externes Telefonbuch, dann kriegt man halt das Telefonbuch vom EPVPN. Da will ich noch einen Menüpunkt reinmachen, damit man halt hier intern die 5 Telefone drin hat und da dann auch nochmal eine Auswahl über das EPVPN drin hat. Einige Leute hier im RZL und anderen chaosnahen Gruppen haben halt auch EPVPN daheim. Bei mir ist es so, bei anderen Leuten genauso, kann man halt dann kostenlos von hier aus anrufen unter der vierstelligen EPVPN-Nummer. Oder genauso umgekehrt kostenlos von zu Hause aus im RZL oder von wo auch immer man auf seinen SIP-Account zugreifen will im RZL. Was mittlerweile geht, sind Anrufweiterleitungen, wobei wir das eigentlich eher nicht brauchen, nicht immer überlegen bin, ob das wieder abgeschaltet wird. Im Endeffekt ist es auch blöd, wenn man morgens ins Raumzeitlabor reinkommt und man dann sieht, dass alle Telefone auf die EPVPN-Nummer eines Raumzeitlaboranten umgeleitet sind. Das ist auch irgendwie doof. Ich meine, wenn jemand unbedingt unter einer Raumzeitlabornummer erreichbar sein will, kann man da vielleicht auch eine Lösung finden, aber es ist halt schon blöd, wenn dann hier kein Telefon mehr klingelt. Und daher habe ich es einfach mal
da aktiviert, um zu gucken, ob es geht, und bin jetzt am Überlegen, es wieder zu deaktivieren, weil man es eigentlich nicht braucht. Falls man es braucht, kann man es ja wieder machen, wie auch immer. Was im Moment auch nicht geht, ist ein Ping da anrufen. Wäre ganz nett, dass sobald ein Anruf reinkommt, dass halt einfach ein Ping oben erscheint, wo halt ein IRC das halt jemand anruft. Muss man mal gucken. Yate ist in dem Fall sehr erweiterbar, wenn man programmieren kann. Da kann jemand machen, der programmieren kann und will. Doku ist gar nicht so schlecht dafür. Im Endeffekt muss man eigentlich nur ein Plugin haben, was halt auf das Call-Event reagiert und dann halt die Nummer nimmt und rausschreibt. Da gibt es auch schon sowas in der Richtung, aber jetzt noch nicht so komplett fertig. Muss ich mal gucken, was man da machen kann. Genauso Anrufbeantworter haben wir im Moment nicht. Ist zu überlegen, wäre eigentlich auch nicht so verkehrt, wenn es halt irgendwie eine Weile klingelt, dass er halt einen Anrufbeantworter rangeht und die aufgezeichnete Nachricht an info@ geschickt wird. Hatten wir schon mal, als Lotoma da was gebaut hat, das haben wir jetzt im Moment gerade nicht. Würde ich wahrscheinlich wieder ganz gern einrichten, weil es auch nicht verkehrt ist und eigentlich stört es auch nicht. Was im Moment auch nicht geht, ist spezifische Telefone von außen direkt anzurufen. Also wenn er sagt, ich will jetzt nur in der E-Ecke klingeln, werde ich wahrscheinlich auf einer von den ISDN-Nummern realisieren und dann als Call-Through, also dass halt so ein kleines Sprachmenü kommt, drücken Sie die 1, um in der E-Ecke anzurufen, drücken Sie die 2, um am Kühlschrank anzurufen und die 3 für den Workshop auch oder so irgendwas. Da Sascha von Eventphone hat daheim auch eine tolle Sprachsynthese-Software, die gar nicht mal so übel klingt. Der hat auch gemeint, wenn man da irgendwas braucht, soll ich mich melden. Mal gucken, vielleicht da irgendwann was machen, ein kleines Menü dazu programmieren, irgendwelche Sprachen dazu. Man könnte es aber auch selbst einsprechen und komische Dinge damit anstellen. Aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir können auch über das EPVPN theoretisch noch dutzende weitere SIP-Nummern holen, die dann halt, ich glaube, eine Kölner oder Bonner Vorwahl haben. Köln. Und die dann halt direkt geroutet werden. Ich habe da auch irgendwie schon eine Stapel Nummern registriert. Alles mit dem Vanity RZL drin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 RZL. Wovon im Moment eine hier rauskommt. Da kann man mal gucken, ob man da noch eventuell was in dem Bereich macht. Prinzipiell ist es SIP auch relativ grenzenlos. Also was Telefonrouting und so angeht. Ich hatte jetzt im Urlaub, gerade weil ich in England im Urlaub war und Freiminuten fürs englische Festnetz hatte, dann hat eine englische Festnetznummer umgeleitet, die dann bei meinen Eltern daheim geklingelt hat über SIP. Kostet halt nichts. Und was mir gestern Abend noch in den Kopf gekommen ist, dass es vielleicht auch gar nicht so blöd wäre, ein Fax-to-Mail und Mail-to-Fax-Gateway zu haben. Ja, kann man sich überlegen, warum eigentlich nicht. Wäre halt noch ein weiterer Dienst auf der belasteten VM, aber das ist so eine Sache, dass der Aufwand ist wahrscheinlich relativ gering, um das zu tun, und vielleicht mache ich das irgendwann mal. Also Fax-to-Mail ist kein Problem, Mail-to-Fax, muss man halt noch eine Mailbox dafür einrichten, aber kann man sich auch mal überlegen, ob man das haben will. Also, naja. Zum Thema SIP over WebSockets hatte ich letzte Woche was gesehen von den FreeSwitch-Leuten. Ist in dem Fall eine, also das ist jetzt ein Screenshot von der Demo-Webseite, webrtc.freeswitch.org. Basiert, wie der Name schon sagt, auf WebRTC und SIP over WebSockets. Man kann oben in dem Fall einen Benutzernamen und eine Telefonnummer eingeben und registriert sich mit der am Server. An der normalen Web-Oberfläche, das ist jetzt eine abgespeckte Variante davon, gibt man halt dann noch den Server an, in dem man sich registrieren will, Passwort und die ganzen Sachen. Ist im Endeffekt ein vollwertiger SIP-Client, der im Browser läuft. Und man kann halt darüber dann Anrufe starten, halt über den Browser heraus. Hatte ich bisher mit NAT auch noch keine Probleme gehabt, wirkt gar nicht so schlecht. Also es hat über NAT funktioniert, was bei SIP schon eine tolle Sache ist. Ja, sieht so schon nicht schlecht aus, also es funktioniert. Ich habe damit im Moment gespielt. Der einzige Haken an der Sache ist, dass die von den Browsern Firefox und Chrome, die einzigen, die das im Moment sowieso können, unterstützen Codecs, inkompatibel mit den Codecs hier an den Telefonen sind. Wodurch ich dann nochmal einen FreeSwitch-Server dazwischen gehängt habe, der dann halt auch eine Live-Konvertierung zwischen den beiden Codec-Formaten macht. Kann Yate leider nicht, macht aber nichts. Plan ist, eventuell fürs Impressum was Kleines zu bauen, dass man halt hier im Impressum einen Knopf hat, sagt man, drückt sie hier, um uns kostenlos anzurufen. Und wenn man die passende Betriebssystem-Browser-Version hat, wobei das unter Windows und Linux getestet funktioniert, klingeln halt hier die Telefone, ohne dass derjenige was bezahlen muss. Ja, wäre vielleicht eine ganz nette Spielerei und auch sonst irgendwie mal gucken, was man da noch machen kann. Aber klingt auf jeden Fall schon mal relativ vielversprechend, das, was ich getestet habe, hat funktioniert. Und ja, wäre so ein kleines Gimmick. Ja. Das war's. Irgendwelche Fragen?
zu den Cisco-Telefonen. Ich habe die im Büro im Einsatz, weil sie so schön billig sind und weil sie so schön mit der SIP-Firmware laufen. Du hattest angesprochen, das interne Telefonbuch. Da gibt es eine Beschränkung. Also man kann ja irgendwie ein XML-File, Telefonbuch auf eine Webseite und dann ruft man das von den Telefonen auf aus. Das kann man ja auch entsprechend auf die Telefone provisionieren. Aber soweit ich weiß, macht ihr nach 30 oder 40 Einträgen Schlag. 34 Einträge sind es. Es gibt eine Möglichkeit, da in einem XML-File ein weiteres XML-File einzubetten. Okay. Wenn man dann auf die More-Taste drückt, springt eine Taste auf Next um und damit lädt er dann die nächsten 34 Telefonnummern. Das haben wir hier in dem EPVPN-Telefonbuch auch so drin. Okay. Die Eventphone-Leute haben das bei sich so eingerichtet. Das Einzige, was ich im Moment gemacht habe, ist halt einfach für das Phonebook XML, deren XML verlinkt. Und das kannst du dir mal angucken, das funktioniert. Und dann vielleicht noch als eine Anregung für die To-Do-Liste. Es gibt ein nettes kleines Skript, mit dem du RSS-Feeds auf die Telefondiskurs bringen kannst. Ja, habe ich bei mir daheim getestet und damit das Telefon reproduzierbar abstürzen lassen. Kann ich vielleicht wenn du besseren kennst, gerne. Also das habe ich vor einigen Jahren mal gemacht, also es läuft seitdem stabil. Okay. Also da läuft halt irgendwie so Spiegel Online, Heise, Ticker und sonst irgendwas drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Das klingt gut, die URL kannst du mir vielleicht mal geben. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, also ich kann gleich mal gucken, welches ich bei mir daheim habe auf dem. Das war auch irgendwie, ich habe kurz danach gegoogelt und halt was gefunden, gedacht, ja, probier es mal aus und es stößt halt leider ab bei mir daheim. Wahrscheinlich bei dir nicht, kann man mal gucken. Ich muss gestehen, es läuft auf dem Windows-Webserver, vielleicht liegt es da. Ich hatte auch überlegt, eventuell als Webserver wäre vielleicht ganz witzig die Mailingliste oder so. Also die letzten 5 Headlines von der Mailingliste oder so, da kann man ja was für RSS dafür bauen und das dann da einbinden. Genau. Das ist relativ modular. Ich guck mal, exportiere mal das Perl-Skript. Das ist ein Perl-Skript und irgendeine HTML-Seite. Okay. Cool. Würde das zumailen, vielleicht kannst du ja mal was anfangen. Das klingt gut, ja. Weitere Fragen? Ah genau, weil ich jetzt eben nicht erwähnt habe, wir haben noch 2 Telefone oder so, im Moment noch ein paar mehr, aber am Endaufbau wahrscheinlich sind 2 über. Ich habe für die Telefone PoE-Injektoren und einen passenden Adapter, damit die auch an dem PoE-Injektor funktionieren, weil das Cisco proprietärer PoE-Scheiß ist und leider noch nicht Standard, weil Cisco konnte den Standard mal wieder nicht abwarten und wollte unbedingt Geld verdienen und das Produkt auf den Markt werfen. Da gibt es einen tollen Adapter für dazwischen, der funktioniert aber mittlerweile, nachdem ich ihn integriert habe. Da ist dann der Plan, dass wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, dass wir dann dort halt auch irgendwie 1-2 Telefone mitnehmen können. Die Eventphone-Leute haben für sich ein fertiges Setup, dass man denen dann einfach nur sagt, welcher SIP-Account mit welcher MAC-Adresse verbunden werden soll. Und dann generieren die direkt auf dem Event die entsprechende TFTP-Config, tragen das Telefon und den DHCP-Server ein und man steckt es halt an und es kommt mit der richtigen Telefonnummer hoch. So eine Sache für auf dem Kongress zum Beispiel oder für Events, wo die Eventphone-Leute sind, dass man halt einfach nur ein Telefon mitnehmen, da hinstellen und es dann automatisch funktioniert und halt erreichbar ist als, naja, fest verbundenes Telefon neben den ganzen DECT-Geräten, die halt immer da rumrennen, halt fürs RZL. Keine weiteren Fragen?